Advent. Es ist die Zeit, in der wir auf unsere Sehnsüchte und Träume lauschen. Etwas Neues wird in uns wach. In den Lichtern der Adventszeit strahlt unsere Hoffnung auf. Mit kurzen Andachten gehen wir in diesen Advent. Sie stimmen uns ein mit vertrauten Liedern und Texten und mit Bildern von Bronzeskulpturen der Künstlerin Annette Zappe. Das heutige Thema heißt Beflügelt. Wir sehen eine Gestalt mit großen Flügeln. Vielleicht ein Engel? Dabei stehen auf meiner Karte dazu die Worte von Elisabeth Brennet. Hüte meine Träume unter deinen Flügeln. Birg meine Sehnsucht in deinem Mantel aus Licht. In dieser Hoffnung wenden wir uns an Gott und beten. Advent, wir warten auf dich, Gott, und es braucht Zeit, bis sich die Unruhe in uns legt. Erfülle uns mit deinem Frieden. Advent, wir warten auf dich, Gott, und spüren, wie viele Erwartungen wir wie Mauern vor uns aufbauen. Schenke uns Gelassenheit. Advent, wir warten auf dich, Gott, und ahnen, dass wir erwartet sind von dir. Du kommst uns voller Freude entgegen. Erfülle uns mit deinem Glanz. Amen. Wir alle kennen die Sehnsucht nach einem heilen und erfüllten Leben. Gott will unseren Träumen Flügel geben. Daran glauben wir und wir teilen diesen Glauben mit den Menschen, die schon vor 300 Jahren die Psalmen gebetet haben. Psalm 57, Verse 2 bis 3 und 8 bis 11. Hab Erbarmen mit mir, Gott, hab Erbarmen. Denn bei dir habe ich Zuflucht gesucht. Im Schatten deiner Flügel finde ich Schutz, bis dein Unheil vorüber ist. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende bringt. Mein Vertrauen steht fest, Gott. Felsenfest steht mein Vertrauen. So will ich singen und musizieren. Wach auf, du herrlicher Glanz. Wach auf, du Harfe und Leier. Ich will das Morgenrot wecken. Dir will ich danken, mein Herr, unter den Völkern. Für dich will ich musizieren vor den Nationen. Denn deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue bis zu den Wolken. Amen. Ich sehe die Statue von Annette Zappe.
beflügelt, heißt das Thema der Andacht. Ist das ein Mensch oder ist das ein Engel? Der Psalm, den wir gehört haben, führt mich eher auf die Spur der Engel. Im Schatten deiner Flügel finde ich Schutz, bis das Unheil vorüber ist, heißt es da. Oh ja, so große Flügel wünsche ich mir manchmal über mir, dass sie mich bewahren vor allen Ängsten, die mir in diesem Advent vor Augen stehen. Mögen wir alle vor dem Schlimmsten bewahrt bleiben, auch wenn vieles in der Welt gerade so ist, dass wir davor Angst haben müssen. Die Künstlerin selbst hatte einen anderen Titel für diese Bronzeskulptur. Flügel für die Seele nannte sie sie. Und ich musste dann sofort an das geflügelte Wort denken, lass deiner Seele Flügel wachsen. Wer das googelt, der findet dort viele Lebensberatungsseminare. Aber in dieser Skulptur wird etwas anderes verkörpert als Selbstfindung. Es geht darum, wie ein Engel zu werden, der das Schwere und die Schwerkraft überwindet, seine Ängste besiegt und es wagt, fliegen zu lernen, über sich hinauszugehen, um für andere da zu sein, ihre Ängste und Sorgen wahrzunehmen, aber auch ihre Freuden und ihre Hoffnungen. Das beflügelt, das lässt uns etwas von Gottes Liebe ahnen, die auf die Welt gekommen ist an Weihnachten, um uns den Himmel zu eröffnen. Amen. Vergiss es nicht, Amen. Der
Lebendiger Schöpfergeist, du, der alles geschaffen hat, du, der alles Geschaffene liebt, du, der die menschgewordene Liebe ist, beflügle uns, je neu zu einem mutigen Menschsein, Grenzen zu überwinden und zu einer Liebe, die alles Leben liebt. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, Licht der Menschen, Anfang und Ende der Welt. Amen. Lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten um Gottes Segen. Gott, der uns bewegt und stärkenden Rückenwind gibt, ihm entgegenzugehen, segne uns und behüte uns. Er sei uns nah in den Tagen der adventlichen Vorbereitung und Erwartung. Er stärke uns im Alltag und trage uns, wenn die Hoffnung schwächer ist als die Zuversicht. Amen.